an die Brassen! Hoido, ihr Landratten und Kielschweine, weiter geht's. Herrscher der Meere, der Monatswechsel steht bevor. Wie sieht er aus? Ach, naja, ging doch alles, ne? Wir haben ja genug Geld da. Von daher. Oh, sehr schön. Eine neue Brick in Festung gebaut. Da können wir doch gleich einsteigen. Die kaufen wir uns doch gleich. Bilden eine neue Flotte, rüsten sie aus und schicken sie los zu unserer Kampfflotte, die wir aufbauen, um unseren ersten Hafen hier zu erobern. Ja. Zack, hier Leute, macht euch gleich auf den Weg. Wir sind in See gestochen, Sir. Ja, wunderbar. Ne? Die Kollegen hier, ja, sind auch schon auf dem Weg. Wie sieht's bei denen mit der Verpflegung aus? Na, das sollte hoffentlich reichen. Notfalls müssen wir hier in Tusak Zwischenstation machen. Unsere Eskorte ist auch unterwegs. Ja, auf dem Weg hier nach Muron. Leute, endlich! Ja, das sind wir ja selber, das kennen wir auch. Leute, endlich! Ja, die Brig ist natürlich schneller, überholt hier die beiden Korvetten. Okay, die anderen Briggs legen jetzt hier auch einen Zahn zu. Das passt. Kielhafen erreicht, Sir. Wir laufen ein. Ja, sehr schön. Rein mit euch. Ja, so, verpflegen. Und zu unserer Kampfflotte hier dazu gesellen. Zack. So, dann kommt noch die letzte Brick dazu und dann... Unser Proviant geht zur Neige, Sir. Was denn schon? Das schauen wir uns mal genauer an. Auf der Brig ist kaum noch was da. Okay, aber... Ah ja, die Fregatte, die Korvette, da sind natürlich die meisten Leute drauf. Ja. Und da werden wir aber einfach mal verteilen. Ja, jetzt haben wir überall für 8 Wochen Proviant. Das ist bei dem langsamen Tempo nicht viel. Deswegen... Lass die Kollegen mal da Station machen. Bis dahin sollten die sie hoffentlich kommen. Kielhafen erreicht, Sir. Wir laufen ein. So, unsere Brig läuft jetzt auch in Järgan ein, wird ausgerüstet. Zack, zack, zack. Und schließt sich der Kampfflotte an. Und jetzt machen wir hier ein richtig schönes Manöver. Ja, wir laufen nämlich mit der Flotte kurz aus dem Hafen aus. So. Wir sind in See gestochen, Sir. Genau, und jetzt machen wir kaum raus, machen wir kehrt und greifen den Hafen an. Ja. Ausbaustufe 8. Okay, das wird eine Weile dauern, bis wir den zusammengeschossen haben. Ja. Aber unser erstes Battle. Und ich drehe hier mal die Geschwindigkeit runter, damit ja, die Computergegner nicht so gut zielen. Ja, oh, das ist hier auch noch so eingebaut. Mittendrin die Festung. Da müssen wir erstmal sehen, dass wir die Jungs hier kitzeln. Na. Traut ihr euch nicht? Ah, jetzt kommt. Okay, dann können wir hier gleich abdrehen. Und ein bisschen uns entfernen. Denn wenn die Jungs erstmal feuern, dann verfolgen sie einen auch. Bis man außer Reichweite ist. Ein bisschen können wir, glaube ich. Oh! Die sollen ja gar nicht angeschlossen werden hier. Der Zielwechsel war gar nicht. Ahem.
Ihr sollt auch auf das Schiff hier schießen, Leute. Also der Zielwechsel war nicht geplant. War der Computergegner intelligenter als erwartet? Ein bisschen Speed können wir hier noch drauf geben. Dann geht das Ganze hier auch ein bisschen schneller vorbei. So. Na, können die Burschen tatsächlich das Feuer einstellen? Oh, trotzdem halte ich mich hier so an der Grenze auf. Hier steht aber auch günstig, dass ich hier so nach rechts und nach links immer gleich schnell unterwegs bin. Hat was. Kann man hier mal ein bisschen. Ah, ihr seht, die Einschläge kommen näher. Aber so haben sie hoffentlich auch schneller ihre Munition verschossen. Ich habe euch doch gesagt, wir werden nachher noch die Gelegenheit haben, zu testen, wie das mit dem Reparieren bei mir funktioniert. Ja. Eine Salve hat die Tackle ja hier schon einstecken müssen. Oh. Jungs, ihr habt's gehört. Auf sie. Na? Okay. Kannst du ein bisschen Abstand halten? Das ist die Fregatte. Die hat ja die Zweiergeschütze. Ja. Die anderen legen wir ja richtig schön dicht unter Land. Ja, damit sie alle schön zu tun kommen. Jawohl. Ja, jetzt schlägt es noch bei den Kollegen ein. Mal sehen, hier die ersten Mauerteile fliegen hier schon rum. Der Turm hat schon ein paar Zinnen verloren. Ja, das Magazin brennt. Da wird bald ein Dach weggeschossen. Ja, im großen Haus haben wir auch schon Löcher im Dach. Jawohl. Ja, das Torhaus haben wir eingeschossen. Blöd ist nur, das müssen wir alles nachher wieder aufbauen, ne? Ha, ja. Das ist halt der Nachteil bei der Methode. Sehr schön. Besser ist das. Bevor wir noch allzu viel kaputt machen. Jawohl, wir konnten den Hafen erfolgreich einnehmen. Ups, eine Brick ist sogar gesunken. Habe ich gar nicht mitgekriegt, dass sie mir die unterm Arsch weggeschossen haben. Haben wir aber Schwein gehabt. Ja. Besatzung demoralisiert, ja. Also, ohne sich zu wehren, können einfach zusammengeschossen werden.
Ne? So, zack, einlaufen. Wir sind eingelaufen, Sir. Ja. So, dann schauen wir mal nach der Festung. Ja, die haben natürlich keine Schütze mehr. Reparatur, 124.000. Hm? Ja. Wird halt ein teures Vergnügen. Was wir aber hoffentlich gleich in Angriff nehmen können. Erstmal werden die Jungs hier wieder aufmunitioniert, damit ihnen sowas nicht nochmal passiert. Leute sind da. Und ja, meine Kampfflotte gehen wir auch mal durch. Die Fregatte. Hier wieder mit Munition versorgen. Proviant, das ist die Brig mit den Lecks. Die stellen wir mal beiseite. Ja. Denn die schicken wir einfach zurück nach Festum, damit sie dort hoffentlich repariert wird. Ja, ich bin mal gespannt. Ja. Zack, hier wieder repariert. So, die können wir schon mal losschicken. Zack. Denn eigentlich sollte ich die besten Chancen haben, mein Schiff zu reparieren in meinem Heimathafen. Da habe ich eine Werft und alles, ne? So, Jergan, zack, drehen wir gleich mal die Hafengebühren hoch und öffnen den Hafen aber wieder, falls mal jemand vorbeischauen will. Genau dasselbe machen wir bei uns zu Hause. So, dann, genau, der Kampfflotte, schauen wir mal, hier müssen wir wieder ein bisschen aufmunitionieren. Oh, die hat ja fast alles verschossen. Die Nute, das waren richtig brave Jungs hier. So, so, zack, zack. Und der letzte, jawohl. So. Ja, okay. Damit sind die Jungs auch wieder soweit ausgestattet. Könnten eigentlich gleich losziehen, den nächsten Hafen für uns erobern. Erstmal lasse ich sie hier aber als Bewacher zurück. Ja. Und die Korvetten kommen ja hoffentlich gleich an. Wir sind in See gestochen, Sir. Ja, ja, gute Heimfahrt. Okay. Leute, endlich! Genau, macht Winke, Winke, Jungs. Zielhafen erreicht, Sir. Hier, ach, wir laufen ein. Das. Wir sind eingelaufen, Sir. Das muss Kohle bringen. Genug Kohle, um hier das Fort zu reparieren. Das wäre natürlich klasse. Ja. Oh ja, oh ja. Das sollte mehr als genug sein, um hier die Festung zu reparieren. Und hier kann ich gleich die neutralen Produktionsstätten abfackeln. Und mit meine eigenen ersetzen. Eine reicht. Ne, nochmal zwei. Für Nahrung machen. Die können dann eventuell eben andere Schiffe hier abholen, abkaufen. Ja. Der Rest werden heute, das wird alles dann Eigenproduktion. Sehr schön. So sieht das hier ja gut aus. Soweit, so gut. Schauen wir hier nochmal in Festum vorbei. Da ist ja eigentlich alles soweit ausgebaut. Da ist auch kein Land mehr frei. Gut, dann wollen wir das restliche Geld erstmal bereithalten, damit wir da notfalls über die Runden kommen. Die Handelsflotte, zack, können wir hier auch schon wieder ausrüsten. Proviant, Leute gleichmäßig verteilen, Proviant gleichmäßig verteilen. Zack. Und dann können wir hier Fälle mitnehmen. Jo. So. Die Jungs können wir aber mal vorbeischicken auf einen Abstecher nach Mendena. Ja, um da mal nach dem Rechten zu schauen
und eventuell schon weitere Produktionsstätten anzulegen, denn das wird der nächste Hafen sein, den ich erobere. Wir sind in See gestochen, Sir. Genau. Na, das wird vielleicht noch ein bisschen dauern. Kielhafen erreicht, Sir. Wir laufen ein. Na, das machen wir dann in einer der nächsten Folgen. Ich hoffe, ihr seid dann wieder dabei, wenn es heißt... Wir sind eingelaufen, Sir. Genau. Bis dahin.